Großer. Barajek, genau der Magi, den ich gesucht habe. Wir wissen, wie wir Gennadius Philakitai loswerden. Du hast diese Scheißkerle gefunden. In der Tat. Eine Gruppe patrouilliert am Wasser, eine weitere wartet im Waffenlager und verhaftet, wen sie will. Der letzte Mann verkündet laut Propaganda gegen uns in einem Streitwagen auf der Kanobischen Straße, sobald wir die los sind. Deine Poeten können ihre gute Nachricht in der ganzen Stadt verbreiten. Wir kümmern uns um diese Philakitai. Okidoki. Aus dem Weg! Das stimmt nicht mit dir! Was? Gut, das war ein Versehen. Kein Mensch hat nach euch gepfiffen. Hast gemacht, find's nicht so dolle. Ich hab's nur mal in einem anderen Stream gesehen. Den ich dann, der hat das am Anfang vom Streamstart versucht. Und danach habe ich dann auch abgeschalten, weil ich mir eben nicht selber spoilern wollte. Weil der schon weiter ist als ich. Aber... Nein, verkehrt, den brauchen wir. Na, wo sind sie? Ah, der ist das wohl. Hä? Ja? Wo ist er denn? Da. Raul, mach keine Faxen hier. Okay, Gaul, du machst hier mal Happa Happa. Ich pfeife dir dann wieder. So, mal kümmern wir uns erstmal um die da vorne. Au. So, dann schauen wir mal. Ja, wo sind die denn? Ah, oh, wir sind ja sportlich. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Da mal runter. Wir haben hier einen Schatz. Hier. Da haben wir noch einen. Na, wo ist er denn? Hab ich doch schon. Ein bisschen weiter weg hier. Ah. Gut. Da
Das sind Gennadius Philaketai. Das ist das Waffenlager, von dem Phanus erzählt hat. Wir sind einer weniger. Der Befehl lautet, falls nötig, gewaltsam zu rekrutieren. Ich habe einen unten an den Kais gesehen. Sicher würde ihn niemand vermissen. Er hat irgendwelche hetzerischen Gedichte vom Stapel gelassen. Ich hasse Dichter. Gut. Er wird ein nützlicher Pisspot sein. Und die mal stehen bleiben. Doch. Ja, schön alle anstecken, so mag ich das. Ich glaube, bei dem hier in Leveln wird das nicht mehr. Bleibt hinter mir, Kyrios. Wird das nicht reichen? Wir machen ihn fertig. Wen macht ihr fertig? Kommt, ist er tot. Wer? Ja, so weit komme ich nicht runter, so ein Scheiß. Was? Nicht mal One-Hit? Wer schießt hier? Hey, was? Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Tust du nicht. Oh, Sack. Verdammt. Hey! Verdammt. Wir müssen aufholen! Okay. Ja. Drei habe ich noch. Du müsstest da schon hochkommen, du Pfeife. Das hat schon seinen Sinn, warum ich hier oben bin. Ist das nicht das hier, wo ich mich mal am Anfang reingeschlichen habe? Kapitänslogbuch. Der Robustheit unserer Trieren machte uns stolz und hielt uns Piratenschiffe vom Leib. Viele von ihnen wurden versenkt. Das typische Holz, das wir für den Bau benutzt haben, ist das härteste. Doch seit sie Cicero's Sohn an die Macht kam, werden wir nicht mehr regelmäßig damit versorgt. Immerhin haben wir noch genug davon in Reserve, um mehr Schiffe bauen zu können, falls nötig. Genau, das war doch hier irgendwie hier herüben, war doch die Kiste, oder? Ja, das war hier. Okay, 200 Meter in die Richtung. So, hier oben war dann, glaube ich, wieder eine Sackgasse, ne? Da ist, glaube ich, der Palast oben. Halt! Bleib stehen! Was ist hier? Ich stehe und jetzt? Hey, den dann noch? Du da! Halt! Ich
Na. Ah, da haben wir ihn. Das war's. Stirb! Was habt ihr denn? Boah, das ist eigentlich Spielverderber. Siehst du doch. Gib den Weg frei. So. Hey, was? Wow. Sag mal, was willst denn du da oben von mir, du Pfeife? Bewegung, los. Mann. Solche Nervensäge. Upsi, Entschuldigung. Habt ihr auch mitbekommen, ey? Im Oktober schon kam neues Dungeons raus, Dungeon 3. Das ist irgendwie vollkommen an mir vorbeigegangen. Aus dem Weg, du Narr! Was denkst du dir dabei? Ich reite hier und ich hab Vorfahrt. Das denke ich mir. Das ist die Patrouille, von der Fanus sprach. Was ist denn der? Ich muss mich um sie kümmern. Vielleicht kann ich die Feluke verbrennen. Okay. Wo ist die Feluke? Da unten. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Okay, wie komme ich da hin? Was? Stirb, du Sack! Da bist du ja! Ruhe! Ich suche hier was. Okay, wie komme ich da runter? Wie muss ich doch da reinkommen? Ach, mal geht's hier rein irgendwo runter? Nö. Das ist da vorne unter uns. Du da! Halt! Was wollt ihr denn von mir? Da die anderen, die laufen da auch vorbei. Ach hier, da haben wir schon mal. Lakita in einem Streitwagen. Ich muss Alexandria von diesen Schweinen befreien. Hey. Da haben wir. Komm. Aus die Born. Könnt ihr mal mit dem schon mal so. Jetzt warte mal, den kann ich doch hier einfach zerstören. Geht doch, komm mal mit, Herr Gemü. Komm ich denn an dem riesen Koloss hier vorbei? Da. Okay, geradeaus rechts. Okay. Das kriegen wir hin. Wir haben hier sogar Zebrastreifen. Wow. So, reiten wir da mal runter.
dann sollten wir eigentlich... Da geht doch auf Zeit... Wow. Ein Wasser? Was macht der da vorne? Patrouillieren hier schwimmen. Ach einmal, habt ihr euer Boot verloren? Hey, da! Er versucht wegzuschwimmen! Hammer! Aber schneller hier! Oh, Bayek, das muss schneller gehen. Beim Schwimmen bist du nicht der Fitteste, ne? So, da ist unser Hot de Hü. Also nicht unser, aber ein Hot de Hü. Was wir gerade beschlagnahmt haben. Genau, hier ging's hoch. Halt! Bleib stehen! Hey, was bist du denn? So, gehen wir zurück und dann hoffe ich mal, dass wir wieder zurück können in unser Gebiet. Okay. 300 Meter noch. Fahren die einfach voll in mich rein. Der läuft hier spazieren. Bayek, du bist zurück. Ist es getan? Jo. Sind die Straßen frei, damit unsere Poeten die Revolution verbreiten können? Die Philaketei von Gennadios sind erledigt, Phanos. Bayek, du bist wie ein Poet des Tötens. Füllt die Stadt mit euren Wörtern. Ich liebe dich, Bayek von Siva. Von allen Magi wird man sich an dich am ehesten erinnern. Ah, mal wieder ein paar. Noch ein Reittier. So, haben wir hier nur alles oder ist hier nochmal was? Hier drüben ist auch nichts, ne? Nope, hier gibt es gerade nicht. Okay, dann müssten wir jetzt so hier in das Gebiet wieder. Noch ein Philaketei, Stufe 30. Halt, da müssen wir mal hin. So. Der Geschmack ihres Stichs. Mortem Romanum. Im Auftrag von Kavit sucht Bayek auf dem gesamten Nil nach Gaia, der römischen Mörderin und Entführerin. Das war Stufe 30, da fehlt aber noch was. Dobex Gold. Ein junger Priester wird beschuldigt. Ah, das machen wir mal.
Na, dann müssen wir nämlich da runter. Genau dahin. Da müssten wir es dann wahrscheinlich gleich hier dieses Okteren lokale Sperrgebiet zerlegen. So, fetzen wir da hin. Oh, komm schon. Filakke sind hinter dir her. Halte dich von ihnen fern, denn sie sind mächtige Kopfgeldjäger, die sofort angreifen, wenn sie dich sehen. Ja, der andere hat uns nicht gesehen. Wir kamen von hinten. Einige Leute glauben, die Sphinx sei mit der großen Pyramide verbunden. Es gibt sogar Theorien über eine geheime Kammer unter den Pfoten der Sphinx. Ramme deine Gegner mit deinem Streitwagen, um größten Schaden anzurichten.